Hier, Michael, wir haben was zu feiern. Und ich gebe einen aus. Und jetzt trinkst du was Ordentliches, okay? Und nicht so ein Wasser. Nee, danke. Weil du musst dich ein bisschen mehr amüsieren. Du bist immer so... Ich bin so was. Es ist so cool. Fühlt's cool. Schau mal, der Jensi. Ich habe ja nicht zurückgerufen. Oh, oh. Na, das ist ja eine Überraschung. Michael, ich dachte, du bist in Köln, hab die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Herr Jensi, das ist ja toll, dass du hier bist. Du, ich habe heute etwas erlebt, das muss ich dir unbedingt berichten. Joe, ich würde ganz gerne mit Michael ein paar Worte allein. Ist das okay? Ich war nämlich heute bei meinen Neffen. Das sind unglaublich süße Kinder, wirklich. Und die haben so schön. Du magst Kinder? Ja, natürlich. Und sie haben so schön gespielt. Rat einmal, was sie gespielt haben. Da kommst du nie drauf. Na, Monopoly, das Spiel des Kapitalismus schlechthin. Man kann die Kleinen nicht früh genug ans Geld ranfangen. Auf jeden Fall haben die so gespielt. Sie können ja noch nicht lesen. Aber sie wussten ganz genau, wie sie mit dem Spielgeld verfahren müssen. Okay, die Regeln waren ein bisschen frei, aber trotzdem, irgendwie hatte das System. Und da sah ich sie. Die totale Parallele. Ah ja, die totale Parallele. Zu uns. Wie wir uns verhalten, wenn wir zocken oder wenn wir uns auch einmal verzocken. Wie die Kleinen, naiv, aber trotzdem voller Energy. Tja, da wird's interessant, nicht wahr? Ja. Früher oder später fängt der Anna an zu weinen und das kann man echt nicht ertragen. Wirklich, der schleiche mir immer. Du, mir reicht's jetzt, Joe. Dein Humor langweilt mich. Wenn du erlaubst, würde ich jetzt ganz gern mal mit mich ein paar Worte allein reden. Ist in Ordnung? Okay. Aber Klo, Klo, ja, sicherlich ganz Ohr. Der Makler. Wir haben alles mehrfach komplett umgeschnitten. Wir haben sogar nachgedreht. Ja? Alle Auflagen wurden erfüllt. Alles genau so wie im Buch. Und jetzt Funkstille. Wo ist das Problem? Ich mag den Makler einfach nicht mehr. Du magst ihn nicht mehr, ja? Okay, so machst du deine Geschäfte? Ich meine, du bestellst etwas, wir liefern und dann machst du das Ganze einfach. Wir kümmern uns auch gerade um andere Formate. Aha, okay. Nun wird's interessant. Also, wir wollen Storage Wars nach Deutschland bringen. Storage Wars? Mhm. Amiland, Obamacare. Die konsumieren da drüben so deppert und irgendwann verlieren sie ihre Hitten, da muss das Klump ja irgendwo hin. Und es gibt immer mehr Lagerhallen, wo man es unterstellen kann. Ja. Das Format läuft super in den USA. Die Mitarbeiter müssen die ganzen Räume dann leeren, die dann eben auch nicht mehr bezahlt werden können. Und fördern da ein paar ganz interessante Sachen zutage. Ist ähnlich wie bei Messis aufräumen, nur eben ohne Messis. Moment mal. Joe steckt dahinter, du steckst dahinter. Das ist nur kein Neid, ja? Wir haben 24 Folgen komplett vorproduziert. Wir können loslegen morgen. Und jetzt willst du die ganze Scheiße nicht mal mehr runtersetzen? Gehen Sie, zocken und verzocken, ich sag's doch, voll die Parallele. Du hörst von meinem Anwalt. Joe hat gesagt, dass er Storage Wars für die Hälfte vom Makler machen kann. Mich. Ich hab dir alles beigebracht, okay? Du warst der beste Assistent, den ich je hatte. Du hast immer da, irgendwo Einsparpotenziale gesehen, wo es nur ging. Du hast immer optimiert, aber wo, sag mir mal, wo willst du denn jetzt noch einsparen? Ha? Joe hat einen Plan, wie noch weniger geht. Joe, sag's ihm. Also die Lagerhallenbetreiber, die beteiligen sich an die Kosten. Es ist schließlich auch eine Werbung für die. Ha. Was ein Spielverderber. Nein. Die Spielverderber, das sind wir. Der ist jetzt im Arsch. Ja, was denn? Hä? Ja, fuck. Ist genauso gelaufen, wie wir gedacht hatten. Ja, Präger ist uns zuvor gekommen. Scheiße, Mann. Hat uns Michael weggeschnappt. Hä? Ja, wir fahren nach München. Vielleicht geht da ja noch irgendwas. Entschuldigung, aber wir kennen uns doch, oder? Wir haben uns doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, aber
Ich weiß leider nicht, woher. Doch, doch. Sie haben doch Ihre Schwester abgeholt. Die junge Darstellerin, die ja auch in UFO Text mitspielt, oder? Ja. Jetzt wollen Sie auch Karten, ne? Ja. Ja, ich habe nämlich auch mitgespielt. Ich bin am Anfang der Autofahrer, der vor dem UFO flüchtet. Das bin ich. Ja, natürlich. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben uns bei dem Dreh haben wir uns kennengelernt. Genau. Was haben die denn gesagt, dass wir einfach gegangen sind? Ah, das war ja sowieso so ein furchtbarer Dreh. Die wollten mich ja als ganz normalen Komparsen abrechnen. Dabei hatte ich 3 vollständige Sätze. Ja. Der Aufnahmeleiter hatte gesagt, das wäre eine Improvisation gewesen. Da habe ich gesagt, ich improvisiere mal was. Ich bin doch nicht der Himbeer-Toni, habe ich gesagt. Haben mich seitdem nicht mehr angerufen. Komisch. Ich meinte eigentlich, dass wir gegangen sind. Ach, ist gar nicht aufgefallen. Ist es nicht? Ja, dann war es ja auch nicht so schlimm. Naja, ich habe dafür gesorgt, dass es nicht auffällt. Ich habe einfach gesagt, dass der dritte Regie-Assi ihre Schwester einfach so nach Hause geschickt hat, ohne Abrechnung noch obendrein. Das ist gut. Ja, das war sowieso so ein Wichtigtour. Ja, der so ein Schnacker, der hat den ganzen Tag 1000 Fehler gemacht. Haben sie mir sofort geglaubt. War zum Glück vor meiner Gagenverhandlung. Ja, irgendwie ist das schon eine komische Branche. Das stimmt. Das kann man wohl. Oh, wenn das mal nicht der UFO-Text-Regisseur persönlich ist. Na, George? Mensch, du. Na, mein Lieber, was macht die Kunst? Ne? Alles gut? Alles super, alles super. Ja, muss ja, Mensch. Sandra. Hey, hallo. Na? Ihr wollt die Freikarten abholen? Ja. Wie viele braucht ihr denn? Ich brauche 5. Das ist ja eine super Location hier. Das ist ja Hammer, ja. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt hier arbeitest. Ich dachte, du machst total Karriere mit diesem UFO-Film. Für George ist das hier die Erfüllung. Er sucht die Filme aus, kann seine Premiere hier machen. Er ist sozusagen der Chef von dem Ganzen hier. Naja, eher Mädchen für alles, ne? Ja, ich führe euch kurz rum, wenn ihr mögt. Aber warte mal, was ist denn aus dem Film geworden, wo Melinda... Feuersturm, ja. Ja, der Trailer liegt gerade bei den Fernsehredaktionen rum und die haben sich bisher noch nicht gemeldet. Das Spielchen kennt man ja, ne? Aber mal schauen, was draus wird. Ja, hier, ne? Das Kino ist vor über 20 Jahre lang im Dornröschenschlaf. Die haben es in den 80ern geschlossen und seitdem gammelt es mit all seinen schönen Sitzen und Projektoren und allem drum und dran so langsam vor sich hin. Und jetzt haben wir zwei es wieder aufgemacht, aber mit dem Charme dieser Zeit. Das Kassenhaus stand voll mit alten Filmrollen, die wir da erstmal rausholen mussten. Ah. Hallo. Hallo. Wie viele Freikarten braucht ihr denn? Ich liebe diesen Ort. Ja, wunderschön. Wir gehen folgendermaßen vor. Du rufst die Buchhaltung an, die wissen, was zu tun ist. Und dann machen wir eine lupenreine Abwicklung. Anne, kannst du dir schon mal einen neuen Firmennamen ausdenken? Ich will einen schönen Namen, klar. Ich werde das in die Wege leiten. Wie wäre es denn mit... Frische Augenfilmproduktion. Einer der Cutter hatte das immer als Spruch. Morgen machen wir mit frischen Augen weiter. Das klingt ein bisschen nach Organhandel, aber okay, gut, meinetwegen. Machen wir. Was wird das hier?